Der korrekte Reitersitz ist, sage ich immer, praktizierter Tierschutz. Der korrekte Sitz ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesunderhaltung unseres Pferdes. Nur wenn der Reiter wirklich seinem Pferd geschmeidig folgt in den Bewegungen, kann das Pferd lange und leicht arbeiten, ohne Schaden zu nehmen. Der aufrechte Sitz bedeutet, dass wir gerade auf dem Pferd sitzen, mit aufgerichtetem Becken in unserer physiologischen Lordose, also in unserem normalen Hohlkreuz, das wir haben, in einem labilen Gleichgewicht. Das heißt, das Becken kann sich nach hinten bewegen und nach vorne bewegen, ist in keiner Richtung verriegelt. Hier sieht man das sehr schön. So, beim Leichttraben ist es wichtig, aus dem Knie heraus aufzustehen. Der Unterschenkel bleibt davon unberührt, der bleibt ruhig. Dieses Stück hier ist das Stück, was sehr großen Einfluss nimmt auf das Pferd, auf den Pferderücken. Und dieser Teil, der Rumpf, ist es auch, der dem Reiter hilft, das Pferd vor sich zu behalten, an den Hilfen zu haben. Und dann nach dem Eingang zum Travers übergehen. Gut, rechte Hüfte vor, Gewicht nach rechts, gut. Und rechte Schulter auch nach vorne. Gut.